Eigentlich? Und zwar Pop04 Loli fragt mich, werden Kommentare hier gelesen? Jein, also wir gucken schon, dass wir hier auch mal auf Twitter schauen. Aber wenn du jetzt wirklich richtig viel schreiben willst, dann kommst du am besten in den Twitch-Chat oder ins IRC. Ins IRC, das klingt immer schon so. IRC. Das klingt so Pro-Gamer-mäßig, ey, so IRC. Yo, you see, Nein, das IRC. klingt, als hättest du eine heiße Kartoffel im Mund. So klingt's wirklich. So, und ich. Aber ich habe mir jetzt auch gerade schon eine Column vor Rote Karten geil gemacht. Also ich gucke, dass ich auch im Twitter ordentlich mitlese. So. Ich baue schon mal die Kann ich ersten zwar nicht Karten wirklich in viel mein gucken, Deck was du rein. da so machst, was schade ist, aber dann gucke ich mir lieber Twitter und IRC ein bisschen mit an. Und zwar, der Tolltroll schreibt: Ah, mach dieses hässliche Garrosch-Gesicht weg. Nix da. Okay, ja, mein Kriegerdeck. Wie baue ich das Ganze zusammen? Auf jeden Fall nehme ich jetzt zweimal den heldenhaften Stoß. Der verleiht meinem Helden plus 4 Angriff. Wir sind ja jetzt ein Krieger, also arbeiten wir jetzt auch ganz viel mit eigenen Angriffen. Deswegen nehme ich auch die beiden feurigen Kriegsäxte mit, meine Waffen. Hinrichten, vernichtet einem verletzten feindlichen Diener, verleiht einem befreundeten Diener Ansturm. Die sind halt alle irgendwie gut, deswegen nehme ich die auch alle mit. Man sollte generell die Klassenkarten immer echt fast alle mitnehmen, weil die machen ja auch so ein bisschen die Klasse aus. Bist du Spalten. eigentlich, wenn du Jäger bist, dann auch wenigstens Vol'jin oder so? Nee, dann bist du Rexxar. Ja, auch gut. Ja. Bist du überhaupt in irgendeiner Art und Weise ein Troll, wenn du irgendeine Klasse hast? Ich glaube nicht, ich glaube, Trolle sind hier ein bisschen außen vor, aber ich muss gleich nochmal gucken, ich weiß es nicht so Das macht hundertprozentig. mich traurig. So, und zwar Spalten nehme ich nur einmal mit, da es Spalten gibt feindlichen Dienern, zufälligen feindlichen Dienern 2 Schaden. Ach, obwohl, nee, das kann man eigentlich zweimal mitnehmen, aber eure anderen Diener haben Ansturm, nehme ich nur einmal mit. So, dann habe ich hier den Elite-Soldat, der Kokon, der hat ziemlich gute Werte und Ansturm, den nehme ich zweimal mit. Und Scharmützel, das ist mir zu doof, weil da werden auch meine eigenen Karten gewastet. So, ja, das ist so ein bisschen mein Grunddeck und den Rest baue ich jetzt eigentlich nur aus Ansturm und Damage-Karten zusammen. Weil der Krieger, der lebt halt wirklich davon, dass er viel Schaden austeilt und ich spiele ihn halt Mana-sparend, das heißt, ich nehme auch keine hochwertigen Karten mit. Weil dann braucht man immer so viele davon. Und ich muss ja auch eine Menge, hab hier eine Menge Kombinierkarten. Und deswegen ist es dann einfach besser, wenn man dann ja Karten mit wenig Mana-Need dabei hat. Ich gucke jetzt gerade den Terror-Alpha-Wolf, den kann man auch immer mitnehmen, der ist sehr gut. Nimmst So. du auch für den kleinen süßen Raptor mit? Ich glaube nicht. Dafür nehme ich die Kaiser-Kobra mit, dann noch die Blutelfen-Klerikerin. Aber der Raptor ist so niedlich. Geht hier nicht nach niedlich sein, es geht hier nach Werten. Ach, du hast auch keine So, Ahnung. ich nehme jetzt den Wolfsreiter mit, der hat gut Ansturm. Ich nehme den Schlachtzugsleiter mit. Zweimal, der pusht ja meine anderen Diener mit plus 1 Angriff. Ich nehme den Schützen nehme ich mit zweimal. Also Kampfschrei und Ansturm ist hier wirklich die Macht, sage ich mal. Das ist wirklich Spotter nehme ich, glaube ich, keinen mit. Ich brauch hier keinen Spotter, weil man kann sich ja selbst schon ziemlich viel Power geben. Vielleicht ja hier, die nehme ich noch mit, unsere gute Jägerin. Dann bin ich auch eigentlich gleich durch. Ja. Oh, Morphiline ist doch da. Also ein herzliches Hallo auch am Morphiline. Heute leider ohne Kirschsporter. Hab zwar noch eins, aber heute gibt's mal hier ein gesundes Wasser. Weil man muss ja auch mal einen klaren Kopf behalten. So. Als letzte Karte, was nehme ich noch mit? Ich glaube, kann ich auch mal ein bisschen 2 Fünfer noch Raptor. mitnehmen. Nein. Ich lese lieber nicht vor, was hier gerade im IRC so geschrieben wird. Das ist nicht jugendfrei. Nee, nehme ich doch mal die Nachtklinge mit. Ich glaube, wenn ich hier schon, ist die Nachtklinge dann recht gut. Okay. Gudi, das ist jetzt mal auf alle Fälle mein Deck. Und die Honeyball ist mit im Stream. Ne, Mensch, ja, die hat ja auch gestern angefangen, Hearthstone zu spielen. Zumindest hat sie gestern über Hearthstone getwittert. Ja, Gudi. Habe ich hier mein zweites Kriegerdeck mal zusammen. Und ich würde mal sagen, wir stürzen uns direkt gleich in ein richtiges Game. In die Arena kann ich ja nicht.
So, es wird das bestimmt ein derber Fail, mein Krieger 2. Ich bin erst Level 5 mit dem Krieger. Naja. Und MacApple schreibt schon wieder Karten. Ja, es war ja Hearthstone angekündigt, ne? Wo Hearthstone draufsteht, ist auch Hearthstone drin. So ist es nun mal. Tja, das Schicksal, das böse, böse Schicksal. Oh, mein Wo ist denn Gegner. Hannibal, wird gerade gefragt. Wahrscheinlich bei dir im Twitch-Chat mit Im dabei, ne? Twitch-Chat ist sie, genau. So, wir kämpfen gegen einen muffligen Magier. Nein, natürlich gegen einen würdigen Gegner. Oh Gott, gegen den Krieger. Das ist super. Okay, mein Startblatt. Heldenhafter Stoß ist okay, Spalten ist okay und ich habe ein Minion zum Stellen, sogar mit Kampfschrei ist auch okay. Ich muss die erste Runde sowieso abgeben. So. Ob der gute Garrosch jetzt noch mehr Identitätsprobleme hat? Wir hoffen es natürlich nicht. Und ich habe sofort noch einen Anstürmer mit dazu bekommen. Ja, aber mit einem Mana kann ich eh noch nichts anfangen und deswegen bleibt nichts anderes übrig, als fertig zu drücken. Los, mach ihn fertig. Und Strudelpopcorn schreibt kein Guru Bashi Berserker. Tja, leider nicht mit dabei. Wie gesagt, ich will hier Mana sparen spielen und der haut sich sofort die Folge Kriegsaxt drauf. Ja, ich hab die noch gar nicht. So, was mache ich jetzt? Könnte jetzt einen stellen. Er hat selbst noch nichts auf dem Feld. Da macht das mit dem Stellen immer schon recht viel Sinn. Oder ich könnte mir jetzt schon anfangen, meine Rüstung drauf zu hauen. Aber ich würde eher sagen, dass ich was aufs Feld bringe. So. So, Murloc, greif ihn an für 2 Schaden. So. Okay. So. Ja, er bufft sich die Rüstung und er wird dann noch einmal angreifen, denke ich. Oh, er hat nicht den Murloc angegriffen. Ich habe noch einen zweiten Murloc. Das heißt, ich könnte ihm jetzt direkt 4 Schaden machen. Oder mir selbst Rüstung buffen. Der Murloc, den behalte ich ja. Also würde ich eher sagen, ich buff mir die Rüstung und mache nur 2 Schaden und nehme ihm seine Rüstung weg. So, wir haben beide noch nichts aufs Feld gebracht. Das ist eigentlich eher suboptimal. Und bitte, Rory, bitte jetzt hier keine Tipps geben und dann sich total aufregen, wenn man es nicht macht. Sorry. Jetzt heute keinen Nerv für. So. Okay. Was machen wir jetzt Schönes? Wir haben jetzt nämlich 4 Pünktchen. Das heißt, ich kann mir wunderbar wieder meine Rüstung hochpushen und den zweiten Murloc ins Spiel bringen. Während der eine Schaden, der ist mir eigentlich relativ egal. Aber den Vierer Schaden nehme ich direkt mal mit. So. Oh, der Los Guados wohnt in einem Dorf, in dem um 22 Uhr die Laternen abgeschaltet werden. Ach du Schande. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ich meine Kriegsaxt bekommen würde. Nein, ich bekomme nur 2-mal Schaden für mich in diesem Zug. Also ich könnte mich auf 8 Schaden pushen. Das mache ich dann lieber erst, wenn ich dann die Axt habe. So, dann würde ich jetzt eher sagen, ich benutze. Ich kann jetzt das Spalten benutzen, aber das reicht nicht. Da muss ich 2 für haben. Vernichtet einen verletzten Diener. Du bist aber nicht verletzt. Du musst aber weg. Also muss ich jetzt mal auf jeden Fall irgendetwas machen. Bisschen Schaden kriege. Das heißt, ich nehme dich. Geladen und entsichert. So. Und ja. Okay, das lief jetzt schon mal ganz gut. Bin jetzt ein bisschen, ob ich jetzt nicht lieber hätte noch mir die Rüstung geben sollen. Aber er hat immer noch nichts auf dem Feld. Er hat doch keine Waffe angelegt. Gut, das kann sich jetzt natürlich gleich alles ändern. Oh,
Er hat sich direkt mal 5 Rüstung gegeben. Das ist natürlich jetzt schon krass. Aber er hat jetzt keine Punkte mehr für diesen Angriff. So, okay. Was machen wir jetzt? Ich buff erstmal, würde ich sagen, meine beiden hier hoch. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So. Mal Kappa 1E fragt, ob das Spiel wohl eine Zukunft hat. Ich denke mal schon, dass Hearthstone sich doch tatsächlich, also jetzt nicht als tierisch großes Spiel, aber ich denke mal, Hearthstone wird schon eine Zukunft haben. Das denke ich auch. Ja, also ich denke mal, dadurch, dass es erstmal sehr zugänglich ist, also ich spiele derzeit. Ah, verdammt! Boah, Alter, was hat der für eine krasse Waffe? Was zur Hölle, ey. Boah, krass. Hat ordentlich auf die Nase bekommen. Ja, ja, der hat ordentlich was. Das heißt Mac Apple, okay. Oh Gott. Ein Tolltor beschreibt aber nicht ganz so wie WoW oder so. Ich denke mal, ganz so groß wird es nicht werden, nee. Aber ich denke schon, dass es seine Nische hat, sag ich mal, wo es tatsächlich auch Fans gibt. Ja. So, jetzt kann ich ihm wirklich megamäßig viel Schaden machen. Und ich überlege jetzt auch. Nee, das mache ich lieber. Nee, Nachtklinge kann ich nicht. Aber ich kann ihm jetzt mal richtig auf die Mütze geben. Mache ich auch. So. So. Habe ich ihn mal ordentlich runtergehauen. Okay, es sieht ganz gut aus, aber wir haben es ja gesehen im Fight gegen den Parler. Das kann sich alles noch ändern, wenn er jetzt hier die richtigen Karten hat. Puh, und mindestens 5 Schaden kann er mir noch machen, aber ab nächster Runde habe ich ja nochmal die Nachtklinge und ich habe auf jeden Fall noch Minions auf dem Feld. Also er ist gerade ordentlich im Bedrängnis, aber es kann sich alles noch ändern. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ja, 2 Leben wiederhergestellt. Und sich Rüstung gebufft. Okay. Gut. Dann kannst du jetzt eh nicht. Doch, er kann noch einmal angreifen. Das heißt, er wird irgendwas Fettes weghauen. Oder er gibt mir die 5 Schaden. Das wäre aber ziemlich dumm. Er müsste jetzt irgendwas von meinem Blatt weghauen. Oh, Morphilein schreibt schon, so sehen Sieger aus. Na, so viel gewonnen habe ich hier noch nicht. Wie gesagt, ich bin hier vorsichtig, liebe Leute. Trink mal lieber noch einen Schluck, ne? Morphlein schreibt doch immer schön trinken. Ja, das ist wie bei Yu-Gi-Oh! Ne? So nur noch einen, wie hieß das damals, Lebenspunkt oder so und der Gegner noch mega voll und mega die Karten auf dem Feld. Und das war jetzt wesentlich dumm. Was macht er jetzt? Ich meine, okay, jetzt kann ich ihn halt total fertig machen. So, dann den Schwarzen Magier und dann hat er alles noch gerockt. Ja. Und gewonnen! Yeah!